Was ist ein hartes Wort, das uns heute Jesus im Evangelium sagt? Keiner kann meiner Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn man das hört, hat man den Eindruck, dass das Christentum betone immer nur das Kreuz und Opfer und scheinbar kein Platz mehr für das, was Spaß macht im Leben. Das eigentliche Ziel des Evangeliums, ja des Heilsplans Gottes, ist doch die Auferstehung, das Leben in Fülle. Ich bin gekommen, um sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dieses Wort kennen wir aus dem Johannesevangelium. Das musste eigentlich im Zentrum stehen. Dabei dürfen wir jedoch nicht übersehen, dass auch das Kreuz und Leiden zum Leben gehören. Das Leben ist nicht nur eitel Sonnenschein. Es gibt immer auch Kummer und Leid. Das können wir nicht einfach ausblenden, so bitter und hart das auch ist. Das Großartige im Christentum ist, denke ich mir, wir laufen vor dieser Tatsache nicht davon. Wir tun nicht einfach so, als gäbe das nicht. Aber das darf auch nicht heißen, gerade Kreuz und Leiden um jeden Preis zu suchen. Nach dem Motto, je mehr Opfer, umso christlicher. Nein, es heißt vielmehr, wir nehmen die Welt an, wie sie ist. Mit ihren schönen, angenehmen und lustvollen Seiten, genauso wie mit den schweren Seiten. Wir weichen die Realität der Welt und des Kreuzes nicht aus. Wir tun es, weil er, Jesus, hat sich selbst dieser Welt gestellt. In dieser Welt voller Gewalt, Leid und Kreuz. Das ist das Faszinierende am Heilsplan Gottes. Er nimmt selbst das Kreuz und Leid und Tod auf sich und auf diese Weise durchbricht er den Kreislauf von Gewalt und Tod. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus und anderen Machthabern unserer Welt. Ja, ziemlich ein großer Unterschied. Es geht darum, dass das Leben radikal und ganz anzunehmen und dabei auch das Kreuz nicht auszuweichen. Er lädt uns ein und ermutigt uns, mit ihm die Erfahrung zu machen, auf diese Weise gerade das Kreuz zur Eingangstür zum Leben in Fülle wird. So wünsche ich Ihnen und euch allen einen guten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.